Et Sophie? Ich hab gehört, ich sehe dich wieder, Süße. Liz. Was machst du überhaupt mit den Spacken? Was ist überhaupt passiert? Wo warst du? Chris, das ist Emma. Du musst die Neue sein. Sie ist die Neue? Ja. Das ist ja krass. Fiete, warum hat mir keiner gesagt, dass die Neue original so aussieht wie Ann-Sophie? Andererseits, so ein Müll hätte Ann-Sophie nicht mehr im Traum angezogen. Hätte ich mir denken können, dass es nicht Ann-Sophie ist. Wäre das vielleicht mal auch zu denken, Chris. Ach ja, ich würde aufpassen, dass die Freunde vom Zauberspaß mir nicht direkt am ersten Tag eine Hirnwäsche verpassen. Noch ein Wort über Olaf. Dann Wasser? Du fucking Lauch. Wie heißt die Seite nochmal? @Loki. Das ist super witzig, @Loki. Vielleicht willst du auch einfach nur, dass niemand denkt, du könntest was mit dem Verschwinden zu tun haben. Wie bitte? Keine Ahnung, ich glaube, jeder weiß hier, dass sie dich betrogen hat, oder? Geht noch? Sorry, ich kann es nicht durchgehen lassen, wenn jemand schlecht über Ann-Sophie redet. Das hat sie nicht verdient. Wenn du die Schnauze voll von den Losern hast, sag Bescheid. Was war das denn? Das war Chris. Wusstest du, dass jeder Mensch auf der Welt 7 Doppelgänger hat? Also statistisch gesehen. Mm-mm. Ist nur komisch, wenn du das Gefühl hast, überall hängt Spiegel. Komisch ist, dass das tatsächlich mal ein Vorschlag unserer Schulsprecherin war. Damit wir alle mehr auf unser Äußeres achten. Warum hat dieser Chris eigentlich so ein Problem mit dir? Ach, ich glaube, der hat ein Problem mit jedem, der nicht genug Follower hat. Also mit jedem, der ein Leben hat? Ja, sozusagen. Ja, du bist in Zimmer 1 mit Kiki. Einfach den Turm ganz hoch gehen. Ja. Danke. Also für alles, fürs Abholen und so. Kein Ding. Und Zimmer 3 auf der Jungsetage, wenn du Bock auf Musa hast. Unbedingt. Na dann, bis morgen. Bis morgen. Ja. Okay. Jemand gesagt, dass du einfach genauso aussiehst wie Sophie. Ann-Sophie. Ja. Aber bist du meine neue Zina? Zimmernachbarin. Ja, genau. Ich bin hey. Emma. Hallo. Okay. Oh. Kiki, hi. Hi. Mein Bett? Ja. Wer hat dich denn drauf angesprochen? Wer nicht? Dieser Blonde, dieser Chris. Hm. Der hat gemeint, dass ich seine Freundin wäre. Also nicht, wie ich morgen den ersten Tag überstehen soll. Na, sei halt einfach keine mobbende Fotze wie Ann-Sophie. Dann bist du safe. Außerdem brauchen die Unstipendiaten mehr als wir die. Die haben zwar alle Schotter ohne Ende, sind aber schlau wie ein Eimer Pokémon. Chris? Chris? Woher weißt du denn, dass ich Stipendiatin bin? Du siehst nicht aus, als würdest du gerade vom Segeln kommen. Fragst dich offensichtlich nicht, ob ich kriminell bin. Und du lässt mich meinen Shit machen, ohne dumm zu grinsen. Ganz klar, Stipendium. Ist das Kunst? Noch nicht. Jetzt ist es Kunst. Ey, mach dir mal keinen Kopf wegen morgen. Ja, ein Scheiß auf Chris. Der ist auch nicht mehr als das. Ein zerdrückter Penis. Ein Schwanz ohne Eier.